طيب, dann kommt der nächste Teil, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann aufgefordert wird, erneut aufzublicken und sieht dann eine noch größere, ich nenne das mal Menschenwolke. Ja. Aus der Ferne, wie gesagt, sieht das ein bisschen so aus. So dunkle Wolke, Schatten. Und dann wurde ihm gesagt, dass dies deine Umma ist. Jetzt kommt der Teil des Hadith, für den der Autor ihn eigentlich angeführt hat. Und zwar wird dann gesagt, dass mit ihnen, mit diesen Leuten, also oder unter ihnen befinden sich 70.000, die das Paradies ohne Hisab und Adab, also ohne Abrechnung und ohne Vorbestrafung eintreten werden. Tamam? In manchen Riwayat, jetzt nicht hier in dieser, hier wird überliefert, dass mit jedem einzelnen dieser 70.000 weitere 70.000 folgen. Tamam? Dann ist die Anzahl deutlich größer. Wie dem auch sei, der Prophet stand auf, ging in sein Haus und hat nicht weiter darüber gesprochen, wer diese Personen sind, was die Sahaba dazu veranlasste, darüber zu grübeln und nachzudenken, wer das sein kann. Das zeigt uns etwas ganz Interessantes auch, dass der Ijtihad legitim ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie korrigiert später, hat sie aber nicht dafür kritisiert und getadelt, dass sie versucht haben, potenzielle sozusagen Personen heraus oder Eigenschaften, Charakteristiken herauszufinden, die dazu führen. Was aber interessant ist, wenn wir uns die Sachen hier mal betrachten, manche sagten, das sind vielleicht die, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitet haben, also seine Gefährten. Manche sagten, das sind vielleicht die, die im Islam geboren sind und Allah Ta'ala nichts beigesellt haben. Und sie haben verschiedene Sachen erwähnt. Das Interessante ist aber, sie haben gewusst, dass dies nicht einfach ein Privileg war. Etwas, was man einfach so zugesprochen bekommt, sondern dass man sich das irgendwie verdienen muss, dass dahinter irgendwie eine gewisse Anstrengung oder Mühe steckt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam dann heraus, fragte sie, über was sie sprechen, und sie haben ihnen dann von diesen Möglichkeiten berichtet, die sie untereinander besprochen hatten. Und dann nannte er ihnen das entscheidende Merkmal oder das Charakteristikum, was dazu geführt hat. Und wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, das ist die höchste Form, also das, was diese Personen gemein haben, ist die höchste Form Verwirklichung des Tawakkul und des Al-Yaqin, der Überzeugung. Und das wird dargestellt in Form von einigen Handlungen oder dem Unterlassen von einigen Handlungen. Das sind Beispiele, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Er sagt, هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. Hier muss man kurz erwähnen, er sagt, das sind jene, die keine Rukya machen und die nicht danach verlangen und betteln. Das sind die ersten zwei Begriffe, die hier erwähnt werden. Was man aber hier erwähnen muss, ist, und hier ist etwas nicht ganz stimmig, denn er sagt am Ende hier, am Ende des Hadith, erwähnt er, muttafaqun alayhim. Naja, erwähnt sogar, dass das die Wortlaute von Muslimen sind. Er sagt, wahada lafzu Muslim. Das sind die Wortlaute Muslims, dieses Hadith. Das heißt, die Wortlaute Bukharis sind nicht identisch. Und das ist hier wichtig, denn der Teil wala yarqun ist schad, nicht authentisch. Und das gilt jetzt hier bei diesem Wort. Dieses Wort Yarqun, die keine Ruqya machen, ist Schad. Tamam?
Das heißt, in sämtlichen Überlieferungen des Hadith wird dieses Wort nicht erwähnt. Und es ist auch inhaltlich problematisch. Aus dem Grund, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst Ruqya gemacht hat. Richtig? Und er wurde gefragt über die Ruqya und er billigte sie. Er sagte, sie fragten über die Ruqya und er sagte, لا بأس بها ما لم تكن شركا. Die Ruqya ist nicht zu tadeln, wenn sie keinen Schirk beinhaltet. Und er wurde gefragt und dann sagt er, wer von euch seinem Bruder helfen kann, der soll es tun. Tamam? Die Ruqya ist also eine Form des Ihsan. Eine Form der Hilfsleistung oder wie man das auch nennen mag. Daher dieser Begriff ist nicht authentisch. Der authentische Begriff ist وَلَا يَسْتَرْقُونَ, die nicht danach bitten. Wobei auch sich hier die Frage stellt, kann man dann auch davon ableiten, dass man beispielsweise, wenn du erkrankt bist, dass du nicht zum Arzt gehst? Wo ist der Unterschied zwischen Ruqya und der ärztlichen, physischen Behandlung? Also grundsätzlich, wann bittet denn jemand oder verlangt jemand um die Ruqya von jemandem? Wenn er irgendwie, wenn irgendwas bei ihm nicht stimmt, mäßig, krank, gesundheitlich oder was auch immer. Und wann geht jemand zum Arzt? Auch in diesem Fall eigentlich. In beiden Fällen sucht man also jemanden, der einem dabei hilft, aus einem Leiden rauszukommen. Wo ist jetzt der Unterschied nochmal? Der Unterschied ist eigentlich wie folgt. Also es geht schon in diese Richtung, dass es bei der normalen, ich nenne es mal physischen Behandlung, ja, ich nenne es mal so, dort ist alles nachvollziehbar. Die einzelnen Schritte sind nachvollziehbar. Das heißt, wenn beispielsweise, wenn man aus einem schlimmen Leid befreit wird, führt man das in der Regel nicht zurück auf die ausführende Person, die Behandlung ausführt. Man schreibt dir keine Superkräfte oder derartiges zu und es entsteht auch keine spirituelle Bindung zu ihm. Bei der Ruqya ist das aber nicht der Fall. Tamam? Bei Ruqya, die Person murmelt irgendwelche Worte vor sich hin, mesh, und naive und anfällige Personen könnte eine Art, ja, eine spirituelle Bindung und Abhängigkeit zu der Person entstehen, die nicht immer richtig oder gesund ist. Das ist möglicherweise eines der Ursachen. Oder man sagt einfach, manche sagten, mit dem Hadith ist nicht gemeint, dass man im Falle des tatsächlichen Bedarfes um Ruqya bittet, wenn man nicht selbst in der Lage dazu ist, sondern dass man vor dem Eintreten des Leides schon hingeht zu Leuten und sich um Ruqya bittet. Tamam? Wenn beispielsweise jemand hat ständig Furcht davor, irgendwie von etwas getroffen zu werden, ja, und er geht sozusagen, wie nennt man das in der Medizin, wenn man schon prophylaktisch oder so, ne? Heißt es prophylaktisch? Vorsorgemäßig, ja. Vorsorge-Ruqya. Er geht dann hin und verlangt von den Leuten schon mal vorsorglich Ruqya für ihn zu machen. Manche sagten, hiermit ist das gemeint und nicht beim Bedarf. Wie dem auch sei, die nächste Handlung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann erwähnt, ist der er sagt, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. التَطَيُّر ist das sich beeinflussen lassen von schlechten Omen.
Das ist mit Vorzeichen gemeint. Beeinflussen lassen im negativen Sinne. Im negativen Sinne. Die Araber hatten in der Vergangenheit hatten sie verschiedene Formen des Tatayyur, nennen wir es Pessimismus oder schlechte Omen. Und das Wort Tatayyur kommt von dem Begriff Tayyir, was Vogel heißt. Und das liegt daran, weil eines der Hauptformen der schlechten Omen auf Deutung von Bewegungen der Vögel basiert. Das heißt, fliegt der Vogel von hinten nach vorne an dir vorbei, nicht zufällig. Sie haben speziell beispielsweise Vögel gehabt, die werden irgendwie dazu gebracht, dass sie sich bewegen und fliegen. Fliegt er dann von hinten nach vorne, dann heißt es sozusagen, es ist ein positives Omen, ein gutes Omen. Du sollst dein Vorhaben fortführen. Kommt es aber von vorne nach hinten, heißt es, du sollst dein Vorhaben unterlassen. Von rechts nach links unterlassen, von links nach rechts weitermachen. Das ist eine Form des schlechten Omens. Und das schlechte Omen kann man natürlich an verschiedene Sachen binden. Man kann es an bestimmte Zeiten binden, man kann es an bestimmte Gestalten und Erscheinungen binden, an Wochentage, an Monate. Die Araber pflegten auch den Monat Shawwal als ein, ja, sie glaubten daran, dass der Monat Shawwal auch ein schlechtes Omen sei. Also sie waren pessimistisch eingestellt, deswegen pflegten sie zu sagen, dass wer im Monat Shawwal heiratet, seine Heirat wird nicht gelingen und er wird nicht erfolgreich sein. Deswegen sagte Aisha radiallahu anha, sagte, Aisha hatte im Monat Shawwal geheiratet mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie wunderte sich darüber und sagte, er hat mich im Monat Shawwal geheiratet und ich war die ihm liebste Frau. Eine gelungene Ehe. Manche Menschen, es gibt ganz viele Formen des schlechten Omen. Hier in Europa, glaube ich, die schwarze Katze. Ja, schwarze Katze. Oder manche Leute, wenn sie ihr Geschäft öffnen und der erste Kunde ist beispielsweise ein Blinder, dann macht er sein Geschäft zu. Das war ein schlechter Tag. Grundsätzlich der Glaube an Omen oder sich danach zu richten, eher gesagt, danach zu richten, ist nicht legitim und eine Form des Das eine Form des kleinen Schirk. Dazu, dann erwähnt er drittens den Al-Iktiwa. Al-Iktiwa bedeutet bestimmte wunde Stellen am Körper durch Verbrennung zu schließen, indem man einen gewissen etwas anheizt und dann die betroffene Körperstelle dadurch sozusagen oder den Blutausfluss sozusagen stoppt. Tamam. Und heißt es, dass es verboten ist? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht bei Sa'd ibn Mu'adh, als er in der Schlacht verwundet wurde und er hat ihm durch den Kay seine Wunde sozusagen oder den Blutausfluss gestoppt. Aber hiermit ist gemeint, dass man dies tut, wenn es nicht benötigt wird. Wenn es nicht unbedingt aus triftigen Gründen nötig ist. Also was heißt das genau? Bezieht sich das dann nur auf den Al-Iktiwa? Oder kann man sagen, dass man aus dem Hadith grundsätzlich entnehmen kann, ein höheres Prinzip daraus ableiten kann, dass Handlungen, die makruh sind, oder Behandlungsverfahren, die makruh sind, dass man sie meidet, wenn kein triftiger Grund besteht. طيب, danach, was haben wir danach? لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون
Ach so, in dem Hadith hier, in diesem Wortlaut kommt das Iktiwa gar nicht vor. Ne? Ja. Hm. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dieser Ausdruck وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ist die Ursache für das Unterlassen der vorher genannten Dinge. Also sie unterlassen den Istirqa, das Betteln und Verlangen nach der Ruqya aufgrund des Tawakkul. Und sie meiden den Iktiwa, der eine unerwünschte Form der Behandlung ist, aufgrund des Tawakkul. Und sie meiden das Glauben oder sich beeinflussen lassen von schlechten Omen aufgrund des Tawakkul. Tamam? Also waren die vorher genannten Dinge Beispiele von Handlungen, die den Tawakkul beeinträchtigen.